Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dead Space. Ja, hier stehen wir nun vor Dr. Mercers Büro. Und nein, wir sind hier nicht bei Daylight. Da gab es nämlich auch einen Dr. Mercer, soweit ich mich erinnern kann. Wir sind hier immer noch bei Dead Space und wir müssen jetzt in das Labor. Ich glaube, wir müssen wohl oder übel da rein, ja. Obwohl ich vor der Aufnahme hier schon Geräusche gehört habe von diesem komischen Monster. Und der Leichnam dort vorne hat sich vorhin auch noch bewegt. Naja, egal. Jedenfalls müssen wir Chemikalien finden, um diese außerirdische Kreatur vom Lüstungssystem zu entfernen. Damit wir hier richtig atmen können und uns die Luft nicht irgendwann ausgeht. Und hier liegen lustige Köpfe oben. Und ich habe das Gefühl, dass uns hier etwas erwarten wird. Hören wir uns erst mit dem Audiolog an. Persönliches Logbuch von Dr. Chalice Mercer. Der Proband reagiert weiterhin positiv auf meine Experimente. Die Stärke und nicht zu vergessen, die Elastizität seiner Zellen ist bemerkenswert. Dr. Kyle würde das sicher missfallen, aber ich erwarte dahingehend keine Probleme, da sich der gute Doktor mit dem Marker beschäftigt, als ob das jetzt doch was ausmacht. Er ist außerdem dem gleichen Wahnsinn wie der Rest der Kolonie verfallen. Erst gestern erzählte er mir, er hätte mit seiner Frau gesprochen, nur dass Amelia Kyle schon seit Jahren tot ist. Mein Proband wird unruhig. Geduld, deine Zeit kommt. Sehr bald. Okay, also hat er mit diesen Viechern sozusagen auch Tests gemacht. Erstmal gucken, weil mein Leben sieht ja auch nicht mehr so berauschend aus. Medipack kann ich leider nicht benutzen. Und ja, jetzt müssen wir hier nun mal die Chemikalien ein bisschen mixen, ne? Probe 9797 wird der chemischen Verbindung hinzugefügt. Bitte zum Abschluss mischen. Isaac hat natürlich auch Ahnung davon, ne? So. Das war's, Isaac. Jetzt musst du nur noch das... Das reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle, in Gottes Plan. Empfangen Sie Ihren Untergang. Ausfall der Lebensalarmsystem auf der Krankenstation. Wer zum Henker war das? Isaac, er hat den Druck auf dem gesamten Deck runtergefahren und ich komme nicht mehr an die Systeme ran. Die gesamte Luft wurde ins All geblasen. Du solltest das auf der Sicherheitsstation wieder online bringen können, aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Bitte wo lang? Okay. Aber kommt hier nicht dann dieses Vieh? Scheiße. Missverdammte Axt, wir sollten uns nicht um die Viecher kümmern, wir sollten uns wirklich Rambazamba Flotte hier auf den Weg machen zu den scheiß Drecksding und das aktivieren oder deaktivieren. Verdammte Axt, da sind wir doch nochmal gestorben. Shit. Shit. Also wir haben bloß 64 Sekunden Zeit. Sollten wir uns beeilen und um die Viecher sollten wir uns wirklich nicht kümmern. Wir sollten wirklich richtig schnell machen, damit wir... Okay. Aber trotzdem sollten wir nicht in die falsche Richtung rennen. Das wäre auch ziemlich fatal. Hört ihr das Vieh? Persönliches Logbuch von Dr. Chalice Mercer.
das doch auch, ihr habt das auch gerade gehört. So. Nachher geht immer noch nicht. Probe 9797 wird der chemischen Verbindung hinzugefügt. Bitte zum Abschluss mischen. Das war's, Isaac. Jetzt musst du nur noch das... Das reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle, in Gottes Plan. Empfangen Sie Ihren Untergang. Ausfall der Lebensalarmsystem auf der Krankenstation. Wer zum Henker war das? Isaac, er hat den Druck auf dem gesamten Deck runtergefahren und ich komme nicht mehr an die Systeme ran. Die gesamte Luft wurde ins All gebracht. Verdammte Axt. Also scheinbar doch, müssen wir doch. Okay, wir müssen also raus und lassen die quaken und schießen dabei diese Drecksviecher tot. Die sollten wir wahrscheinlich wirklich tot schießen, weil wenn die uns befallen, dann ist wirklich Schicht im Schacht. Okay. Dann probieren wir es jetzt nochmal. Mensch, du. Ich werde mir jetzt Mühe geben, dass es jetzt wirklich funktioniert. Hoffentlich verbringe ich nicht die ganze Folge damit, diesen Scheiß da, diese Lebenserhaltungssysteme wieder in Gang zu kriegen, da in diesem Technikraum. Okay. Wir müssen dann, also dann bei den Viechern da links vorbei und durch die ganzen Türen, okay. Gut. Die Zeit hatte wirklich wahrscheinlich nicht mehr ausgereicht. Probieren wir's. Erstmal hier nochmal alles kaputt machen. Persönliches Logbuch von Dr. Ja, ja. Dr. Mercer ist okay. Die 13. ist Sarah. Wir haben es verstanden. So. Und dann mal Probe 9797 wird der chemischen Verbindung hinzugefügt. Bitte zum Abschluss mischen. Das war's, Isaac. Jetzt musst du nur noch das... Das reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle, in Gottes Plan. Empfangen Sie Ihren Untergang. Wer zum Henker war das? Isaac, er hat den Druck auf dem gesamten Deck runtergefahren und ich komme nicht mehr an die Systeme ran. Die gesamte Luft wurde ins All geblasen. Du solltest das auf der Sicherheitsstation wieder online bringen können, aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Blasen. Na, jetzt lauf. Alter! Kam das hier gerade wirklich von hinten an? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich wirklich verarschen? Okay, dann müssen wir mit Stasekanonen die verlangsamen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Also, irgendwann werde ich den Weg noch aus dem Kopf bringen. Brauche ich gar nicht mehr auf das Ding gucken. Alter, jetzt haben wir schon fast 10 Minuten daran vergeudet. Ich beruhige mich. Ich beruhige mich ja schon. Diese Aliens sind belastend. Belastend sind die. Aber absolut, ey. Mann. Ich gewöhne mich langsam an diesen scheiß Ladebildschirm. Okay. Also nochmal alles von vorne. Persönliches Logbuch von Dr. Ja, Dr. Mercer. Wir haben es verstanden. So. Dann mal los. Probe 9797 wird der chemischen Verbindung hinzugefügt. Bitte zum Abschluss mischen. So, und los geht's. Das war's, Isaac. Jetzt musst du nur noch das... Das reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle, in Gottes Plan. Empfangen Sie Ihren Untergang. Wer zum Henker war das? Isaac, er hat den Druck auf dem gesamten Deck runtergefahren und ich komme nicht mehr an die Systeme ran. Die gesamte Luft wurde ins All geblasen. Du solltest das auf der Sicherheitsstation wieder online bringen können, aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Na komm schon. Nein, verdammte Axt. Hey, was kommt denn da alles an? Oh.
herzustellen, gehen Sie jetzt zurück zum Chemielabor. Was auch immer Sie vorhaben, machen Sie es schnell. Kann hier drin kaum atmen. Ich kann Sie kaum noch hören, Hammond. Ich versuche mal den anderen Kanal. Mist. Ich habe sein Signal verloren. Ich scanne weiter alles nach seinem Standort. Wir brauchen diese Mischung. Okay. Ich traue mich jetzt gar nicht mehr rauszugehen. Ich hoffe mal, die sind nicht so fies und haben sowas hier eingebaut. Erstmal speichern. Puh, das war wieder ganz schön knapp, liebe Freunde, muss ich sagen. Also das möchte ich ungern noch einmal machen. Okay. Dann erstmal zum Shop. Puh, Inventar. Den verkaufen wir. Ja, ich bin mir sicher. So, Impulsprojektile, okay. Da kommen jetzt erstmal ein paar kleine Medipack. Beziehungsweise erstmal ein. Wir haben ja bloß ein paar Credits. Verdammte Axt. Okay. Stasepack brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das müssen wir verkaufen. Plasma-Cutter. Impulsgewehr. In Safe haben wir nichts mehr drin, ne? Nee, toll. So. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal Medipack. So, dann brauchen wir Impulsprojektile. Und Plasmaenergie. So. So. Dann laden wir mal nach. So. Speichern nochmal. Annehmen. So, und jetzt brauchen wir noch die Probe, ne? Die Probe brauchen wir. Ne, das Gift herstellen müssen wir. Ich muss jetzt mit der DNS und Canvas Gemisch wieder zurück zum Chemielabor und das dort Gift. Das ist euer Ernst? Jetzt muss ich wieder da durchrennen? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ihr wollt mich doch verarschen. Und solange der andere Typ hier rumkraucht, habe ich auch ein bisschen... Ah ne, ich muss gar nicht mehr, oder? Scheinbar muss ich jetzt nicht mehr da lang, aber dieses Riesenvieh macht mir trotzdem ein bisschen Angst. Immerhin ist das ja sozusagen unbesiegbar. Kann ich da jetzt durch? Ich habe noch mehr Informationen über die Atmosphäre. Der Bericht eines Überlebenden sagt aus, dass eine gewaltige Kreatur über die Hydrostation ins Schiff eingedrungen ist. Von da an ließ die Luftqualität nach. Der Überlebende nannte sie Leviathan. Leviathan, das sagt die so süß. Als wenn das was ganz Kleines wäre. Was Putziges. Was ganz, ganz Kleines. So. Ah, hier liegt ja noch ein Kollege. So. Müssen wir hier durch. Ich habe gar keine Lust in das Büro zu gehen. Bin ich ganz ehrlich. Eigentlich überhaupt nicht. Ach, hier ist ja das Vieh ausgebüxt, ne? Oh Mann. Anfrage wird bearbeitet.
Bitte warten. Finale Mischung beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Hoffen wir mal, dass das Gift wirkt. Geh zurück zur Monorail-Station und dann so schnell wie möglich hoch zu den Hydrokulturen. Ich habe immer noch keine Antwort von Hammond, also sei vorsichtig. Keine Ahnung, wie verseucht das Deck ist. Ich fange an, Ihre Einstellung zu bewundern, so deplatziert sie auch sein mag. Ich glaube, Sie sollten ihn sehen, den ganzen Plan. Sie sollten das kollektive Bewusstsein nicht verschmähen. Sie verdienen es, zumindest Zeuge zu werden. Zeuge von was? Ich habe aber Angst, dass das große Vier wiederkommt. Geh auf. Ich will hier nicht lang. Durchsuchen wir hier erstmal alles. Medipack, sehr gut. Jetzt ist die Frage, sollten wir hier speichern? Ich meine, mit wie viel Minuten? 16. 16. ist gerade eingelaufen, ne? In der Folge haben wir ja nicht viel gemacht, ne? Also denke ich mal, speichern wir hier mal. Aber da ich am Anfang so ein bisschen gefehlt habe, werde ich jetzt einfach mal weitermachen. Bis zur nächsten Speicherstation. Das bin ich euch einfach schuldig. Probieren wir es mal. Das sieht so groß aus. Das sieht so groß aus. Vielleicht werden Sie jetzt verstehen. Mein Werk muss fortgesetzt werden. Wird fortgesetzt werden. Ich, Dr. Charles Mercer, werde als Katalysator zur Rettung unserer Spezies dienen. Diese Exemplare werden mit mir zur Erde zurückkehren und ich werde ihre göttliche Pracht auf den ganzen Planeten verbreiten. Ich überlasse Sie jetzt meiner Schöpfung. Fügen Sie sich dem Unausweichlichen. Ach, nö. Alter, kommt das Vieh. Ich verstehe, was ich das Vieh machen muss. Ich verstehe. Gefrierphase erfolgreich beendet. Patient wird transportiert.
Hoffentlich war das das Letzte, was wir von diesem Ding gesehen haben. Ich konnte Mercers Sicherung umgehen. In deiner Nähe ist eine kleinere Monorail-Station, die dich zu den Hydrokulturen bringen wird. Hoffentlich reicht uns die Zeit. Scheiß, sie waren da. Ho, 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 ho. Wir haben fast kein Leben mehr. Ich hoffe mal, hier kommt jetzt nichts Großartiges mehr. Obwohl, weite Gänge, ne? Das lädt ja dazu gerade ein, dass da noch was kommt. Aber wir haben ein bisschen was an Schuss. Scheiße, scheiße, scheiße. Sagt man natürlich nicht. Ich meine, joa. Kann man machen. Ne? Und dann fahre ich jetzt einfach mal. Kapitel 5, tödliche Hingabe. Abgeschlossen. Vortritt speichern? Na klar. Ich verstehe. Ziemlich schnell. Diese Eiskammer, das war keine schlechte Idee. Kapitel 6, Gefahr für die Umwelt. Mit dem Lokalisierungssystem finden Sie Ihr nächstes Einsatzziel. Hydrostation. Das war ja eine spannende Folge, sage ich mal, auch wenn ich am Anfang ein bisschen was wiederholen musste. Ich hoffe, hier ist ein Shop. Zufällig ein Shop. Es wäre wirklich angebracht, ein Shop. Nein, kein Shop. Na gut, dann hoffe ich mal, dass wir in der nächsten Folge einen Shop finden, denn wenn ich so weitermache, werde ich nicht mehr lange leben. Doch wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.